Sieg liegt in unseren Händen. Lautein les da la bienvenida al Dakar 2011. Ein kleines Rätsel, um zu beginnen. Ich bin eine deutsche Automarke. Mein Firmensitz ist in Wolfsburg und ich wurde 1936 von Ferdinand Porsche gegründet. Ich war wieder unantastbar bei dieser Dakar 2011. Ich bin natürlich Volkswagen. Die Statistiken sprechen für sich selbst. Die Firma Volkswagen hat diese 33. Edition der Dakar an vorderster Stelle regiert. Schon Sieger 2009 und 2010 dank Julien de Villiers und Carlos Sainz klettert sie auf die höchste Stufe des Podiums dieses Jahr. Der diesjährige Preisträger ist Nasser Al-Attiyah. Der Katari war der konstanteste, aber auch der mutigste. Er hat selten Fehler gemacht und sein Duell mit Carlos Sainz perfekt geführt. Er wusste, sich im Hintergrund zu halten und auf seine Stunde zu warten, um im letzten Moment anzugreifen. Aber er hat auch profitiert von den Missgeschicken seiner nächsten Feinde, Stéphane Peterroncel und Carlos Sainz. Der Franzose und einzige Pilot, der die Vorherrschaft von Volkswagen in Frage stellen kann, wird noch lange grübeln. Noch sehr gut platziert am Ende der ersten Woche, hat der BMW-Konkurrent Opfer unzähliger Reifenpannen und wiederholt mechanischer Probleme die Illusion über einen Sieg verloren. Die anderen BMWs sind auch an dieser Dakar 2011 vorbeigegangen, weil Gerlain Chicherit und Orlando Terranova das Feld verlassen haben, sie aufgrund von Unfällen. Der Wendepunkt dieser 14 Tage fand auf den letzten Kilometern der Etappe Nummer 8 statt. Carlos Sainz war ein solider Anführer, bis er in den Dünen abstürzt und so die Führung an Nasser Al-Attiyah abgibt. Aber das Schlimmste für den Matador passiert in der 11. Etappe, als er eine seiner Aufhängungen ausreißt. Auch wenn er weiterfährt, ist die Bilanz hart und fatal für den Spanier. 1 Stunde und 9 Minuten Aufenthalt. Die erste Woche dieser Dakar 2011 glich einer Schlacht zwischen drei Männern. Nasser Al-Attiyah, Carlos Sainz und Stéphane Peterroncel. Und die zweite einer Volksabstimmung für einen einzelnen Mann. Er ist Katari und ab nun der unbestrittene Meister dieser Disziplin.